Und damit herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, zu guter Letzt hatten wir die Forschungspack Nummer 2 gemacht, und zwar die grünen. Und wie ihr seht, habe ich schon wieder einiges vorbereitet. Und zwar habe ich meine Ölproduktion ein bisschen angestaucht, hier mein bisschen Kohle angehaucht, ein paar Module eingesetzt, hier so ein paar Karten, die aber nur den Energieverbrauch von dem Ganzen senken, weil mein Energieverbrauch nämlich ziemlich hoch liegt. Ich produziere jetzt so circa 4 Megawatt und verbrauche aber auch gleich 4 Megawatt. Also es ist mal so ein Relativfaktor, wie lange das noch hält hier. So, ihr seht hier, Ölquelle, Ölproduktion läuft so langsam wieder an. Ist ja auch gut gefüllt, und hier muss ich ein paar Tanks anschließen, weil irgendwann füllen sich die leichten Schwertanke. Musste dann hier noch ein paar anfügen. Leicht tanken, beziehungsweise mit dem Leichtöl füllt sich dennoch weiter, werde ich aber später umwandeln müssen in schweres Öl, weil ich nämlich Schmiermittel schon mal vorproduziere. Hier oben. Der gesehen, hier tue ich schon mal Schmiermittel vorproduzieren, ist auch voll. Ihr müsst jetzt noch, könnt ihr noch einen zweiten Tank anschließen, was ja sinnvoll wäre. Dann hätten wir noch was davon. Dann machen wir das. Hier haben wir noch so ein Eisen. Wir haben noch so eine Kupfermine. Ich könnte jetzt den da anschließen, aber ich habe noch Kupfer, das würde ich gerne abtragen. Dann machen wir jetzt erstmal so und füllen wir den jetzt auch noch auf. So, hier produziere ich Batterien und Kunststoff. Kunststoffstangen, eher gesagt. Wir benötigen Kohle, deswegen ist es ganz gut, dass hier so ein Kohlefeld war. Dann Petroleum muss ich reinpumpen, die Kohle muss ich reinpumpen. Derzeitig vollgefüllt, weil die Kiste hier schon voll ist, wie man sehen kann. Denn das brauche ich auch noch später. Und hier produziere ich schon mal Batterien vor, was einerseits Petroleum braucht mit Wasser, damit ich Schwefel herstellen kann, und durch Schwefel und Wasser und Eisenplatten tue ich dann Schwefelsäure herstellen, die ich dann zu mit Eisenplatten und den Kupferplatten zusammen zu einer Batterie kombiniere, was ich dann hier von hier unten hole, wie man sieht. Das ist dann halt diese eine Produktionsstrecke wieder. Und was euch bestimmt auch auffällt, es sind die neuen Förderpipes und die neuen Schächte, und die ganzen Verteile sind alle jetzt in der zweiten Stufe. Habe ich alle ausgetauscht, und ich produziere tatsächlich sehr, sehr viel Material, was ich derzeitig kaum wegbekomme, weil alle Kisten oder alle Fließbänder voll sind. Hier habe ich mich ein bisschen was anderes angetastet, hier an die Solarpanel. Die brauche ich nämlich, weil, wenn man hier guckt, wie viel Umweltverschmutzung hier drumherum ist, teilweise sieht man es gar nicht mehr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Monster an hätte, würden die ständig angreifen, weil die Umweltverschmutzung gar nicht mögen. Das heißt, wenn sobald Umweltverschmutzung, beziehungsweise sobald die das deren Bereich oder Territorium angreift, werden sie zu uns kommen und uns versuchen, uns Sachen zu zerstören, uns zu töten, etc. Was ich jetzt auch noch herausgefunden habe, ist, wenn man Material braucht und man keine Kiste dazwischen hat, drückt man auf F und man kriegt ein bisschen Material hier. Das ist zum Beispiel für Eisenplatten ganz gut, wenn man hier manchmal steht, drückt man auf F und füllt seinen Vorrat mit Eisenplatten auf, wenn man einmal drückt. Gibt es so 6 Stück auf einmal. Haben wir genug Eisenplatten. Des Weiteren hole ich das Stahl runter und habe noch ein bisschen Strom dran gesessen, weil man sieht, schwankt wieder in sehr, sehr hohem Bereich. Aber das ist ja ganz okay. Nur Eisenerz produziert auch noch weiter. Hier seht ihr, Stahl, 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 Stahl. Überall durchgehend Stahl. Und das produziert er hier oben massenweise. Hier ist, glaube ich, auch schon wieder voll, wie es auch schon ja ist, komplett voll. Und hier oben produziere ich meine Fließbänder. Die sind auch mittlerweile voll und gefüllt, weil ich brauche ja mittlerweile alles. Hier sind die Kisten dann auch sozusagen leer gewesen. Und jetzt füllen die sich auch nach und nach wieder. Was ja ziemlich gut ist, weil hier sind auch 32.000. 32.000. Ja, sind nur kleine Kisten. Ah ne, das macht nur die Hälfte, also 16.000 Eisenerz hier, was dann hier produziert wird oder abgebaut wird, eher gesagt. So, wie man hört, bin ich momentan ein bisschen erkältet, was aber nicht zur Sache macht. Was ich jetzt zur Sache machen möchte, ist das Herstellen von diesen Tränken. Und dazu brauchen wir einerseits die Batterien, die erweiterten Schaltkreise, intelligente Greifarme und Stahl. So, Stahl ist hier. Batterien ist auf der anderen Seite, und intelligente Greifarme kriegen wir auch schnell hergestellt. Und die müssen wir auch noch erstellen. Das heißt, guck mal, wir brauchen die Kupferstangenplatten. Die kriegen wir von da hinten.
So wie die Batterien, die können wir da hinten hinholen. Das Stahl. Und das Kupferzeug, das kriegen wir alles hier hin. Das heißt, es wäre sinnvoll, wenn wir die Batterien und die Kupferstangen von hier holen würden. Oh, ich hätte mal ein paar Förderpipes mitnehmen sollen. Dazu werde ich jetzt mal komplett, ja, das hat sich dann auch erledigt, komplett übers lang ziehen. Das Kupfer würde ich gerne abtragen, damit das weg ist. Das werde ich auch noch machen. Da werde ich, glaube ich, eine Untergrundpipe hinziehen. Oh, wir können weiter forschen. So langsam komme ich auch in der Sache hin, dass ich nur noch Dinge mit blauen Tränken bald forschen kann, weil ich ziemlich viel geforscht habe, weil man das sehen kann. Paar Motoren, Sprengstoff, Robotaschegestell, das Ganze um das Öl, paar Produktionseffizienzkarten, dann einfache Akkumulatoren, die brauche ich noch für die Solarpanel, die ich noch bald aufstellen werde, die werde ich dann immer so mitnehmen, um das zu benutzen. Ja, und paar Waffen, paar Tore etc. Achso, eine Ziegelsteinproduktion, die habe ich auch noch derzeitig unten. Die produziert nur Ziegelsteine. Ein bisschen Stein habe ich noch im Vorrat. Glaube ich so 5, 6.000. Das reicht für Öfen manchmal. Wenn ich noch einfache Öfen baue, reicht das vollkommen aus. So, hier ist es voll. Nehme ich ein paar Eisenplatten mit. Nee, aber ich brauche Förderbänder. Dann nehmen wir ruhig mal ein paar mit. Hat er was zu tun hier? In der Kiste schmeiße ich immer die alten Förderbänder rein, wenn ich wieder welche habe. Das werde ich mit den Dinger machen, also mit dem Shell unterirdischen Fließband werde ich es nicht machen und mit den Verteilern auch nicht, weil die brauche ich eher sehr selten. Brauche ich dann manchmal da, manchmal hier, so ein bisschen zwischendurch. Also oft brauche ich die nicht. Ich komme, glaube ich, nicht von hier. Ne, das war klar. Das heißt, ich werde das mal hier so drüber fahren lassen. Ist jetzt derzeit Schwachsinn, so zu bauen. Also ich werde es so ein bisschen umstrukturieren, damit ich da mehr Platz habe, sozusagen. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Platz. Und werde schon mal, ich werde hier mal einen Cut reinmachen. Hier an der Stelle, ich kann da schon mal aufhören bis dahin. Das heißt, oh, ich brauche wieder Greifarme. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir mal davon welche. Dann muss ich diese herstellen. Da brauchen wir eine davon. Was mir jetzt ausgeht, sind Kupfer oder Eisenplatten. Eins von beiden. Und dann machen wir es einfach ganz einfach. Gehen wir einfach mal ein bisschen hier lang. So, können wir uns zwei herstellen. Wir brauchen die Dinger. Da brauchen wir eine Produktionsstätte. Das haben wir nämlich, weil nämlich die und die können wir da uns da unten holen. Dann brauchen wir Batterien. Batterien kommen schon. Stahlträger haben wir. Jetzt brauchen wir noch intelligente Greifarme. Dazu brauchen wir die Greifarme. Die brauchen die Greifarme. Und die haben wir. Das heißt, wir brauchen noch zwei Stück. Zwei. Ich hoffe nicht, dass ich noch so ein anderes Ding gestellt habe. Nein. Brauche jetzt aber wieder. Ah, Eisenplatten werden fehlen. Da habe ich nämlich nicht mehr viel von. So. Und ihr fragt jetzt, warum fördere ich die Eisenplatten hier hin und fördere sie wieder zurück? Ich hätte auch hier aufspalten können. Richtig. Aber ich muss nachher hier gucken, dass ich hier ein bisschen das aufteile, weil irgendwann ist diese Produktion hier weg. So, und das heißt, hier lagert derzeit 64.000, so 60.000 Eisen, Kupferplatten rum. Und sobald dieses Lager weg ist, muss ich ja gucken, wo ich das reinkomme. Das heißt, es wird dieses Gerüst und dieses Gerüst verschwinden. Das heißt, es wird nachher nur noch eine Linie existieren. Und hier muss ich diesen, hier hätte ich den Knick noch weiterführen können und dann hoch. Da muss ich mal schauen, wie ich das noch mache da oben. Jetzt brauche ich mal noch ein paar Eisenplatten. Ich habe zu wenige. Ja. Jetzt können wir da was produzieren. So, hier haben wir die Arme, hier haben wir Eisenplatten und hier haben wir noch die Dinger. Das ist ganz gut. Das heißt, jetzt müsste mal der erste eigentlich fertig kommen. Die hätte ich mal vorproduzieren sollen. Akkumulatoren könnte ich auch noch ein paar bauen. Damit ich Solarenergie herstellen kann.
damit die Umwelt nicht mehr so verschmutzt wird. Ah, der erste ist schon da, okay. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt. Ich glaube, ich setze sie mal hier zwischen. Weil ich brauche ja den ersten, brauche ich ja die Greifarme. Und da kriege ich das hier. Da kriege ich das hier. Und würde dann die Greifarme noch bekommen. Was dann an dieser Stelle wäre hier. So. Da sind 1600 Stück drin, das ist okay. Das ist ein bisschen blöd. Wie machen wir das? Wir müssen jetzt auf jeden Fall rüber. Oh, wir können wieder was erforschen. Wir schauen mal hier oben, was wir noch forschen können. Roboter in Passive und Lagerkiste. Bauroboter, ja, das machen wir auf jeden Fall als nächstes. So, den drehen wir einmal. Zack. So, damit wir den möglichst kleinsten geringen Weg nehmen hier. Hier tauschen wir den gegen den aus. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall die Produktion für die Greifarme schon mal gesichert, sage ich mal. Ah, ich hasse die Taskleiste manchmal. Die nervt ab und zu mal. So. Machen wir das schon mal. Das heißt, der produziert jetzt die intelligenten Greifarme, richtig? Und die brauchen wir jetzt für die Greifarme. Da brauchen wir noch vier davon. Was brauchen wir denn dafür? Eisenplatten und diese Dinger. Wo ich ja mal Kupferplatten, aber wenn ich die jetzt hochhole. Wenn ich jetzt sage, okay. Splitte die mal auf. Dann würde er ja rein theoretisch das machen können. Das heißt, intelligente Greifarme da rein. Könnte diese produzieren. Ja, intelligente Greifarme werden produziert. So. Was brauchen wir als nächstes? Wir haben die intelligenten Greifer. Stahl haben wir. Batterien haben wir. Jetzt fehlen noch die Schaltkreise. Ja, Schaltkreise brauchen wir die elektronischen Schaltkreise, die Plastik und die Kupferkabel. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt Kupfer sowieso hier oben nochmal. Das heißt, wir stellen uns hier oben drei Maschinen auf. Und zwar einmal für Kupferkabel. Die stellen uns elektronische Dinger her. Und die stellen uns das her. Er holt Kupfer. Ich davon hier. So. Das fährt er hoch. Ich glaube, ich brauche noch eine Produktionsstätte. Dann machen wir nämlich zweimal Kupfer. Ein Platz dazwischen frei. Falls wir noch einen brauchen, wäre das ja nicht das Problem. Die Greifarme. 1, 2. Aus, raus. So, du stellst auch. Wo sind sie denn immer? Ich vergesse, die sind immer auf der ersten Seite. Jetzt brauchen wir die. Da brauchen wir noch Eisenplatten. Die Eisenplatten braucht. Der braucht jetzt auch noch die, ne? Genau, der braucht die auch. Das heißt, hier fördern wir ganz hoch. Dann brauchen wir hinten noch Eisenplatten. Kriegen wir die Eisenplatten von links oder von rechts schneller? Wir kriegen sie von hier schneller. So. Eisenplatten. Und dann brauchen wir noch das Kupfer. Brauchen jetzt aber noch eine Produktionsstätte.
die nämlich die blauen Tränke da macht. Dann haben wir nämlich alles. Stahlträger können wir von links. Die Schaltkreise kriegen wir von rechts dann oder auch von links. Batterien kriegen wir und die komischen Platten, die kommen von hier. Das heißt, hier müssen wir den Übergang machen. Genau. So, das wäre das. Jetzt sind die Batterien sind schon mal da. Jetzt brauche ich die Kupferstangplatten. Die wären ratsam, wenn nicht so einfach. So da drunter zimmern. Habe ich beides auf einer Ding? Ja. Ich bräuchte sie nur rausbringen. Fällt das jetzt unten runter? Ja, sonst wäre nämlich genau, jetzt wäre nämlich sonst bin unten lang gefahren. Genau, jetzt kommen die. Sauber. Was ich brauche, sind jetzt mal vielleicht 100. Wir nehmen mal 50 Stück raus. Die können wir schon mal verbrauchen. Und können schon mal das hier mitnehmen. So. Man sieht auch, man ist deutlich schneller auf diesen Fließbändern unterwegs. Als auf den alten gelben. Oh, forschen. Forschen ist immer gut. Oh, das weiter. So, jetzt sagen wir ihm. Genau, Kupfer. Das Kupfer, das müssen wir aufsplitten. So, das splitten wir hier auf. Okay, Kupfer ist da. Eisen das gleiche, das geht hier. Es geht eigentlich relativ fix, wenn man das ein bisschen weiß, wie man das aufbauen muss. Ich habe es jetzt nicht vorbearbeitet oder so. Ich habe das jetzt einfach nur so sprunghaft hier so geguckt, wie es am besten funktioniert. Eisenplatten hole ich jetzt von hier hinten. Genau. Der Stelle.